Hallo, ich bin der Tim. Und ich bin die Kira. Zusammen sind wir das Moderatorenpaar für JobNavi in Wiesbaden. Was willst du werden? Zurzeit befinden wir uns hier in der Rathauspassage. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Hallo Kira. Hallo Tim. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, was haben Sie denn hier für Aufgaben im JobNavi in Wiesbaden? Die Jugendlichen suchen Hilfe bei der Berufsorientierung allgemein. Meistens suchen sie auch einen Praktikumsplatz. Wir machen auch die Erstrecherche zur Ausbildung und wir organisieren Veranstaltungen rund um die Berufsorientierung, Berufsschnuppertage, die sich Job in echt nennen, in verschiedenen Wiesbadener Unternehmen. Und wir veranstalten Bewerbungschecks. Das ist ein Nachmittag, der geht rund um die Bewerbung, laden dazu auch Vertreter aus Unternehmen ein. Was macht Ihnen denn besonders viel Spaß hier im JobNavi in Wiesbaden? Ich mag es sehr gerne, junge Menschen dabei zu unterstützen, in der Berufsorientierung, ihnen zu passenden Praktikumsplätzen zu verhelfen. Dass ich Jugendliche und junge Erwachsene in einem wichtigen Abschnitt ihres Lebens begleiten kann, nämlich in der Entwicklung von der Berufsbiografie, wie das jetzt beim Adrian ist. Ja, ich trete auch sehr gerne in Kontakt mit den Wiesbadener Unternehmen, um dort die passenden Praktikumsplätze und ja, eventuell auch spätere Ausbildungsplätze zu akquirieren. Wir befinden uns heute im Infrasurf in Wiesbaden mit der Frau Fiaccio aus dem JobNavi. Ja, und wir werden uns hier jetzt erstmal genau umsehen. Hallo, hallo. Kira. Hallo, Tim. Wer sind Sie denn überhaupt? Stellen Sie sich mal kurz vor, bitte. Ja, mein Name ist Walter Schmidt. Ich bin der Ausbildungsleiter für den Industriepark Halle Albert hier im Bildungszentrum. Was ist denn Infrasurf genau? Die Infrasurf ist die Betreibergesellschaft des Industrieparks Kalle Albert. Und wie stehen Sie denn mit dem JobNavi in Wiesbaden in Verbindung? Ja, das JobNavi, privat würde ich sagen, ist ein guter alter Bekannter. Wir arbeiten seit Jahren mit dem JobNavi zusammen. Das JobNavi kommt zu uns, wir machen hier Führungen. Die jungen Leute bekommen gezeigt, wie die Arbeitswelt aussieht. Und wir nehmen das natürlich auch gerne als Möglichkeit an, mit den jungen Leuten, die einen Ausbildungsplatz suchen oder einen Praktikumsplatz suchen, ins Gespräch zu kommen. Und werden hier vom JobNavi viele Schüler oder Schulabgänger hingeschickt zum Ausbilden für Praktikum? Ja, es sind schon einige. Es sind auch einige bei uns in der Ausbildung gelandet. Und wie gesagt, seit Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit. Und wer bist du? Könntest du dich vielleicht kurz vorstellen? Ich bin die Janine, Auszubildende bei Infrasurf im zweiten Lehrjahr als Bürokauffrau. Und wie bist du zu Infrasurf gekommen? Einfach durch JobNavi oder? Ja, durchs JobNavi. Da habe ich so eine Art Persönlichkeitstest gemacht. Stärken, Schwächen, was ich gerne mache, was ich nicht gerne mache. Und wie hat dir die Beratung bei JobNavi gefallen? War gut. Ich habe alle Fragen beantwortet bekommen, alles, was ich wissen musste. Würden Sie auch anderen Unternehmen raten, in Verbindung mit JobNavi zu treten? Ja, weil die Idee dahinter ist doch, dass die jungen Leute etwas von der Berufswelt kennenlernen. Das erfährt man ja nicht in der Schule. Und es kommt ja nicht jeder nachher zur Infrasurf oder in den Industriepark Halle Albert. Und je mehr Möglichkeiten ich habe, je mehr Möglichkeiten ich sehe, desto besser ist nachher meine Entscheidung für die Zukunft. Und da kann das JobNavi jeden unterstützen. Hallo, wir befinden uns heute in der Albrecht-Dürer-Schule in Wiesbaden, im Moment in der Bibliothek und ja, wir haben uns ein paar Schüler geschnappt zum Interviewen, zu JobNavi. Der Herr Pfaff ist wieder dabei und der Herr Bröstorf als Lehrer. Mert, wie bist du eigentlich auf JobNavi gekommen? Ja, wir haben im Unterricht viel darüber geredet und ich habe mich halt mal darüber schlau gemacht und mir mal einen Termin dort besorgt. Und da wurde mir halt mal erklärt, was man mit JobNavi alles machen kann, wobei die dir helfen. Ja, meine Fragen wurden alle geklärt, das war auch sehr ausführlich. Und wenn ich jetzt Probleme habe, werde ich mich halt immer beim JobNavi melden. Mein Name ist Walter Brösdorf, ich bin hier in der Schule verantwortlich für den Bereich Arbeitslehre und mache alles, was mit der Berufswahlvorbereitung zu tun hat. Wir haben hier einige Projekte in der Schule laufen und die Projekte werden von der Stadt Wiesbaden auch gefördert und
die haben mir dieses Jobnavi zum ersten Mal nahegebracht. Ich habe dann den Kontakt aufgenommen und muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich eine ganz große Hilfe im Unterricht. Ich habe mir das halt vor ein paar Wochen habe ich mir das angeguckt. War halt ganz interessant, weil es ist halt nicht nur jetzt über Berufe, sondern man kann sich auch über weiterführende Schulen und so informieren, über Praktiken, also auch jetzt ein Schulpraktikum, da könnte man auch zum Beispiel hingehen. Und wenn man zum Beispiel eine Bewerbung schreibt, die kann man sich da auch nochmal angucken lassen und kann sie da überarbeiten. Und von daher ist es halt schon ganz praktisch. Also ich habe mich über weiterführende Schulen erkundigt, weil ich sehr interessiert daran bin, was ich später machen werde. Und also mir wurde alles erklärt, was ich über weiterführende Schulen brauche. Ja, und ich werde mich natürlich nochmal im Jobnavi erkunden. Also Herr Pfaff, wir haben auch gehört, dass nicht nur die Schüler zu Jobnavi kommen, sondern dass auch Jobnavi spezifisch in die Schulen geht und sich dort vorstellt. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also wir stellen Kontakt über die Lehrer zu den Klassen hier. Wir stellen uns dann in den Klassen vor, stellen unser Angebot dar, von Bewerbung bis hin zu Praktikum, bis hin Ausbildung und auch Job in Escht stellen wir unsere Angebote dar und haben dann Kontakt zu den Schülern, die können ihre Fragen stellen, die kennen uns dann als Person und kommen dann auch zu uns eher ins Jobnavi, weil sie eine Person kennen. Ja, das muss ich dazu sagen, das ist das Schöne an der Sache, dass also es gibt ja immer diese gewisse Hemmschwelle vor Institutionen für Schüler und diese Hemmschwelle wird halt dadurch, fällt dadurch weg, indem das Jobnavi zu uns kommt. Und was bedeutet genau Job in Echt? Job in Echt heißt, dass wir an einem Tag uns eine bestimmte Firma angucken, praktisch einen Tag der offenen Tür im weitesten Sinne für eine bestimmte, für eine Schülergruppe. Eine begrenzte Schülergruppe und wir gucken uns dann den Betrieb an und Schüler können die ersten Erfahrungen machen mit den Ausbildungen, die so ein Betrieb anbietet. Wir waren in Jobnavi in der Rathauspassage in Wiesbaden. Wir waren an der Albrecht-Dürer-Schule mit dem Herrn Pfaff, mit dem Herrn Brösdorf. Wir waren mit der Frau Friagiu in Infrasurf. Wir haben uns ein bisschen informiert und wir hoffen, wir haben es euch, Ihnen, ein bisschen näher gebracht. Und wir hoffen, wir konnten Ihnen das Angebot des Jobnavis in Wiesbaden näher bringen. Die Mitarbeiter freuen sich mit Sicherheit über den zahlreichen Besuch. Bis bald, euer Moderatorenteam Kira und Tim.